Hallo Bürgermeister Maser! In Schengen ist es jetzt 18.03 Uhr, am Freitag, den 28. August 2015. Also dann sollen wir loslegen? Na klar, kann losgehen. Verstanden, ich werde sofort alles vorbereiten. Deine Stadt wird vorbereitet, haha. Und du kannst nichts daran ändern. Wenn du ausschaltest, dann gehe ich kaputt. Ich habe alles vorbereitet, viel Spaß. So Leute, willkommen zurück zu... Nicht My Sims, nein, böser Maser. Animal Crossing! Wir haben einen Brief gekriegt. Von wem bloß? Es ist Mama! Doch, das ist immer noch eine Lüge. Mama schickt mir keine Briefe. Ah, mein kleinen Lüge, Maser. Weißt du noch, wie du als Kind einen Sommer lang behauptet hast, du seist ein Außerirdischer vom Planeten Kadania? Auch Lüge. Ach, du warst so ein lebhaftes Kind. Auch eine Lüge. Deine Königin, Mama Nia. Ja, das mit der Königin passt sogar zu ihr. Ja, manchmal verhält sie sich echt so. So, im heutigen Part, würde ich sagen, erstmal das Geschenk entfernen. Gucken wir uns erstmal an. Und dann gucken wir uns mal ein bisschen hier in der Stadt um. Ich möchte immer noch ein bisschen an den Projekten planen. Was ist das? Ein Ventilator. Ja, Mama, der Winter ist aber, der Sommer ist aber schon vorbei. Das ist nicht sehr nett von dir. Hier ist niemand. Nein, Spaziergang. Und sie ist auch nicht da. Sie steht auch hier. Hau, Degen! Hau rein! Puh! Also, was gibt's? Erzähl mir was. Alter Falter, ich habe so einen Brief von jemandem aus Hameln gekriegt. Willst du den mal sehen? An Pamela. Hi! Na, du? Deine Kathi. Oh mein Gott, das ist ein Bürgerbrief. Der ist ja von Kathi. Ich frage mich, was das alte Haus so treibt. Briefe sind schon was Cooles, um mit Leuten in Kontakt zu halten. Puh. Ja. Sollte auch mal wieder einen Brief schreiben, ne? Ja. Mache ich so selten. Ich mache bestimmt so vieles mache ich so selten. Und die Leute meckern mich bestimmt schon irgendwie an, ohne es in die Kommentare zu schreiben, weil sie das, weil sie mich nicht beleidigen wollen, dass ich schon so viel Scheiße gebaut habe. Ich kann es innerlich spüren. So, ich höre irgendwo ein Geschenk fliegen. Was mir gerade egal ist, weil... Ja, die Geschenke sind nicht unbedingt schön. Nee, nee. Gut, dann wollen wir uns mal hier kurz weiter umgucken. Ich sehe... Hier war ein Vogel, ne? Ja. Eine Uhr für Schengen. Helft alle mit und spendet für einen guten Zweck. Ja. Weil es viel schöner aussieht. Ach, guck mal, die ersten Bäume sind hier auch schon gewachsen. Das ist sehr schön. Guten Tag! Spenden Sie eine schöne Uhr für Schengen. Wir benötigen insgesamt 42.000 Sternis. Sind wir... Oh, 1500 schon. Ja, dann spende ich doch mal wieder 1500. Habe ich 1500 letztens gespendet? Ich weiß es nicht. So, vielen Dank für Ihre überaus geschätzte Mithilfe. Ich muss auf jeden Fall gleich erstmal wieder die Ernte einholen. Das wird viel Geld bringen. Vor allem jetzt, weil alles teurer geworden ist. War schon eine kluge Idee, das alles teurer zu machen. Ja, ja. So, dann suchen wir mal kurz den Bocki. Der wird doch auch hier irgendwo sein. Hoffe ich mal. Vor allem, wir kriegen eigentlich 40.000. Jetzt kriegen wir, glaube ich, 48.000. Das ist auf jeden Fall ein krasser Unterschied. Ich bin zufrieden. So. Das ist das Geschenk. Hallo, Geschenk. Suche Bocki. Hallo, Sunny. Hey, schön, dich zu sehen. Genieß das schöne Wetter in Schengen. Yeah. Kann ich irgendwas für dich tun? Wie läuft's? Neulich habe ich mich übrigens mit Tristan aus Shirasu unterhalten. Er kam mir vor wie ein Profigärtner. Außerdem war er richtig nett und lustig. Ich hätte am liebsten die ganze Nacht mit ihm geredet und gelacht. Mhm. Hallo, das Wetter entfängt meinen Tag im Freien. Ja, was kann ich mir nicht tun? Erzähl mir was. Wir haben vor Ewigkeiten von Frey angeliehen. Ich will nicht an Hunkäme. Aber was, wenn sie jetzt mal sauer auf mich ist? Ich hab Angst. Und wenn du das hier so schminkst? Weil ja, tut dir mit Hilfe nichts. Glaub ich. Okay. Oh, danke. Hier, nimm bitte mit. Das ist ein Geschenk. Okay. Ach so. Kannst du bitte heute noch erledigen? Warum leuchten die Blumen so? Ach, bestimmt, weil die gegossen sind, ne? Meine Mann, Maser. Siehst echt fit aus heute. Was ist? Plaudern wir. Bocki und Freya sieht man echt oft zusammen.
nicht wahr? Sie wirken nicht wie wirklich enge Freunde, eher so wie gute Bekannte. Naja, mir kann es eigentlich egal sein. Aua, das tut weh. Ich sollte das echt unterlassen. So, Mr. Alligator ist nicht zu Hause. Freya aber auch nicht. Ach, sie läuft wieder vor ihrem Haus herum. Das ist typisch. Guten Tag, Master. Bei so schönem Wetter kriege ich richtig Lust, produktiv zu sein. Wolltest du etwas mit mir besprechen? Lieferung. Oh, was ist es denn? Das hier. An Freya. Bestätigen. Bitteschön. Oh, es ist ja von Thorsten. Das hatte ich ihm mal geliehen. Er hat es sogar selbst eingepackt. Dabei ist es sonst immer so, nachlässig. Wie überraschend. Was vermutest du, was da drin ist? Wenn du es errätst, bekommst du einen kleinen Preis. Essen. Essen? Dann sehen wir doch gleich mal nach. Ja, richtig! Oh, oh, es ist Kleidung. Dann bekommst du leider keinen Preis, Maser. Danke, dass du dich eigens bemüht hast, Maser. Ich hatte recht mit Essen. Blöde Freya, Mann. Da hat man recht und dann wird das einem nicht gegönnt. So läuft's hier wohl, ne? Ja, ja. So, wir gehen einmal kurz ins Dings, ins in den Bahnhof, ins Bahnhof, hm? Und machen den Bahnsteig auf. Willkommen im Bahnhof von Schengen. Was willst du heute machen? Ich will verreisen. Möchtest du eine Stadt über den lokalen Online, lokalen Online, natürlich, lokalen Modus besuchen oder über den Online-Modus? Oh, warte. Ich will keine Stadt besuchen. Na gut, komm gleich wieder. Willkommen im Bahnhof von Schengen. Was willst du heute machen? Jemanden einladen. Möchtest du jemanden über den lokalen Modus oder Online-Modus? Über den Online-Modus. Oh, willst du den Online-Modus starten? Ja, bitte. Speichervorgang, berühre bitte nicht den Ausschalter. Verbindung zum Internet, Leute. Wen möchtest du einladen? Alle Freunde. Oh, tut mir leid, dass du warten musstest. Ich mach den Bahnsteig auf. Böp. So. Gut, wir könnten ja auch eigentlich mal, die Melinda fragen. Die meint ja immer, sie hat immer gute Tipps auf Lage, was wir machen können als nächstes. Ich meine, ich habe so ein Gefühl, mir fehlt noch so viel, was ich freischalten muss. Hi, Bürgermeister Maser, schön, dich zu sehen. Die Stadt ist momentan leider geschlossen, weil wir Besucher von außerhalb der Stadt erwarten. Komm bitte wieder, wenn der Bahnsteig geschlossen ist. Oh, das ist aber, ja, bedrückend. Ist überhaupt jemand online? Ich gucke jetzt mal nach. Ich kann nicht nachgucken. Ihr leckt mich doch am Arsch. Löst dich gut. Okay, dann machen, warten wir jetzt einfach mal eine halbe Minute noch. Oder wir warten ja noch eine halbe Minute noch. Und wenn dann jemand kommt, dann vergessen wir das leider. Ja, wir warten. Ich setze mich dabei hin. Nicht irgendwas machen nebenbei? Nö. Ich kann warten. Ich habe keinen Bock mehr zu warten. Ich kann den Schrank öffnen. Da sind meine Kleider drin. Okay. In den Fahrplan gucken. Informationen über Einwohner. Und genug gelesen. Ich kann den Bahnsteig zumachen. So. Ich möchte den Bahnsteig schließen. Danke. Ja, jetzt meckern bestimmt die Leute, warum du hättest den Bahnsteig viel länger auflassen müssen. Du bist scheiße, Maser. Oh. Ja. Hm. Ich will auch ein bisschen vorankommen. Ich will die Stadt verschönern und nicht immer den Bahnsteig aufmachen und dann kann ich nichts machen. Deswegen. Ist ja auch eh, ich fand es auch eh ein bisschen falsch von mir, den Bahnsteig schon so früh aufzumachen. So Part 10 war ja schon ein bisschen übertrieben, ne? Hallo, Bürgermeister Maser. Schön, dich zu sehen. Wie kann ich dir behilflich sein? Stadtflagge! Du hast ein neues Design für die Stadtflagge von Schengen? Super! Sag mir bitte, das ist das Design. Oh nein, ich muss... Nein, das ist keins dieser Designs. Oh, doch nicht? Wenn ich dir mit etwas anderem weiterhelfen kann, sag Bescheid. Kann ich irgendwas Design ändern? Warte mal, dann nehme ich mal kurz den Stift raus. So. Designs. Bearbeiten.
Ah, bla bla bla, Information. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Mars ist auf mein. Sehr schön. Oh, ein Herz. Ganz viele Herzen. So, machen wir mal kurz zurück. Können natürlich nur einen Gang zurück machen, toll. So. Gut, nehmen wir mal... ja. Der Ton gefällt mir. Nehmen wir kurz mal alles rot und färben. Wie können wir färben? Wo sind die Stifte? Das sind die Stifte. Nee, stopp, das ist richtig. Ja, das ist... Oh Gott. Ach, hier gab es die Stifte. Gut, machen wir mal kurz alles rot. So. Müssen wir auch einfach kriegen. Irgendwie. Zack, bam, 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 bam. Einfach ganz viele Herzen hier platzieren. Die keine Sau sieht. Seht ihr das? So, was für eine Flagge machen wir uns denn? Das war ein gelber Stern. So ein Powerstern. So. Yeah. Was haben wir hier noch? Was macht das? Nein, zurück. Was macht das? Sag mir jetzt nicht, das streift es auch. Moment mal, was bringt ihr für eine Idee? Nein. Wie wär's mit Weiß? Auch nicht. Aber es bringt mich auf eine Idee. Gibt es noch mehr Muster? Ne, es gibt nur volle Muster. Voll, voll übertrieben, ja? So mit dem Muster. Was da so drauf kommt. Gut, dann nehmen wir unseren Stift nochmal. Und was malen wir jetzt? Och Gott, ich habe gerade keine Ahnung, was ich malen soll. Moment, doch, ich weiß, was ich male. Passt das? Warte, wie viele Fehler sind das? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hm. 8 sind 16, ich brauche 20. Nee, ich brauche 8 mal 8. Heißt, oh, das müsste passen. Ich könnte meinen Minecraft-Skin hierhin machen. Na, mache ich aber nicht. Gut, ah Gott, die Flagge ist so schwierig. Ich versuche was Ordentliches zu machen, wisst ihr? Moment mal kurz, das bringt mich auf eine Idee. Daneben. Daneben. So, schön unten in die Ecke. Und schön schwarz muss die sein. Nicht daneben machen, danke. So. Dann muss ich den auch richtig setzen hier wieder. Ich würde gerne mal wissen, ob ich beim Richtigen bin, aber ich bin nicht beim Richtigen. Bin doch ranzoomen. So, fuck. Lassen wir das mal kurz verschwinden. So, machen die schwarze Linie hier komplett. Die rote hier verschwinden lassen. Dankeschön. Können wir es auch irgendwie bewegen? Ja, können wir. Gut. Von hier. Bewege ich nach da unten. So. Überlegen, überlegen, überlegen. Das ist schon ein bisschen knifflig. Ja, doch. Ist schon ein bisschen knifflig. Wir können aber... Wenn wir... Nein, stopp! Wir können aber... Das ist normal, wir können aber... Den hier nehmen. Wir sollten ranzoomen. Macht die Sache definitiv einfacher. So. Hier den Seiten heller machen. Das soll aussehen wie eine Flagge. Das ist... Ich muss jetzt überlegen, wie ich die Flagge am besten mache. Oh Gott, wir machen unsere Flagge. Leute. Unsere erste Flagge. Shingle bekommt endlich eine Flagge. Wird doch mal Zeit, ja? Und nein, Leute, das hat nichts mit Schinken zu tun. Die Leute jetzt fragen. Weil eigentlich der Name kommt doch von Schinken. Aber nur weil ein Zug so hieß. Ja, ja. So. Dann brauchen wir mal kurz Weiß. Für noch eine äußere Schicht. So.
hier noch einmal hin. Dann hier runter. Ach je, ach je. So. Und das letzte Stück. Irgendwie hoch. So. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir echt. Das lassen wir erstmal so. So. Shingens erste Flagge. Shingens erste. Heißt doch, die Flagge heißt auch Shingens erste. So. Hallo. Hallo Bürgermeister Maser, schön dich zu sehen. Wie kann ich dir behilflich sein? Stadtflagge. Du hast ein neues Design für eine Stadtflagge von Shingen? Super. Zeig mir bitte das Design. Wow. Perfekt, dieses Design bringt das Lebensgefühl von Shingen genau auf den Punkt. Das wird uns wird unsere neue Flaggendesign. Danke, dass du es eingerichtet hast. Bitteschön. Ist es jetzt draußen am Hängen? Das wäre cool, Leute, das wäre echt cool. Tatsache. Ja, es sieht sogar richtig cool aus, ja? Shingen lebt! Wenn die Leute wissen wollen, was das sein soll, ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Ach je. So, hallo Bürgermeister Maser, schön dich zu sehen. Kann ich dir behilflich sein? Allgemeine Ratschläge. Da will ich dir mal ein paar Ratschläge für das Leben hier in Shingen geben. Ach ja, richtig. Hast du noch Fragen zum Thema Briefe schreiben? Ich kann dir einen neuen Ratschlag geben und dir die Sache mit den Briefen noch einmal wiederholen. Naja, Ratschlag. Also gut. Mal überlegen. Ah, da fällt mir etwas ein. Maser, warst du schon einmal unten am Strand? In dieser Stadt gibt es zwei Hänge, die zum Strand hinunterführen. Mit einer Angel oder einem Tauchanzug kannst du dort eine Menge Spaß haben. Oder du lauschst einfach nur den Wellen, während du am Strand spazierst und Muscheln sammelst. Oh, ich habe eine Idee. Wenn du Zeit hast, können wir jetzt gleich zusammen zum Strand gehen. Vielleicht findest du ja auch eine Muschel, als Erinnerung an unseren kleinen Ausflug. Oh, tut mir leid, ich wollte nicht aufdringlich sein. Wenn du eine Muschel findest, solltest du jedenfalls Y drücken, um sie aufzuheben. Hallo Bürgermeister Maser, schön dich wieder zu sehen. So, Stadtmelodie. Was ist denn Stadtmelodie? Okay. Die Stadtmelodie von Shingen erklingt an vielen Orten in der Stadt und sagt uns, wie spät es ist. Die aktuelle Stadtmelodie gefällt mir zwar gut, aber ein bisschen frischer Wind schadet nie. Vielleicht fällt dir ja eine Melodie ein, die die Seele von Shingen perfekt widerspiegelt. Oh, Moment. Oh, Moment. Ah, okay, das ist... jetzt machen wir auch noch Musik. Moment. Nein, stopp! Fuck! Was ist denn... Nein, halt die Fresse, Melinda! Halt die Fresse! Scheiße! Ich wollte einfach nur auf Start drücken. Also auf... Musik, Stadtmelodie. Ja. Überlegen. Scheiß Tonleiter. Ich will eh. Das Ende gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Dieses
Gefällt mir auf jeden Fall. Jetzt müssen wir schon so hoch machen. Ja, beides aus A. So, das Ende stimmt schon mal. Gut, Moment, das machen wir anders. So, den zweiten Ton immer aus, einmal kurz. So. Oh, einen Moment. Irgendwas ist noch nicht ganz passend. Also. Das ist schon zu tief gewesen. Fuck. Oh, das gefällt mir. Der Anfang. Wenn wir so machen. Wir haben C, A, E wäre das nächste. Ist das mal so? So? Oh Gott, das ist jetzt natürlich die große Frage, ne? Das habe ich nicht zugehört, verdammt. Ein höher. Ein tiefer. Nee. Ton steht tiefer. Bei D. Der Maße experimentiert mit der Musik, Leute. Verwundert euch nicht. Das muss höher. Da haben wir den Ton getroffen. Das ist schön. Und den nochmal ein bisschen höher. Mal höher. Nee, das ist schon zu viel. Ja, das passt. Das ist schön. Oh Gott, das war jetzt aber. Wow. Was für eine wunderschöne Melodie. Sie klingt wie Musik in meinen Ohren. Und zwar buchstäblich. Wunder werden Sie lieben. Wir ersetzen die alte Stadtmelodie sofort durch diese hier. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid, ne? So, letzter Rat für heute. Und zwar werden wir die Umfrage machen. Du willst wissen, wie zufrieden die Einwohner von Shingen sind? Hier in Shingen legen wir großen Wert darauf, den Bürgern Gehör zu schenken. Deshalb führen wir Umfragen durch, um besser auf die Wünsche der Bürger eingehen zu können. Und hier sind die Ergebnisse der letzten Umfrage. Die Stadt hat schon sehr viel Schönes. Ach, aber irgendwas fehlt noch. Das gewisse Etwas. Die Bürger fühlen sich in Shingen wohl, sehen aber noch Möglichkeiten zur Verbesserung. Ihrer Meinung nach könnte aus Shingen mit ein bisschen Arbeit die schönste Stadt der Welt werden. Besser als Shirasu. Gut, Leute.
verstecke mich jetzt hinter meinen Büchern. Ich musste mich die erst lesen. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Und Masala Vista, Baby.